Er fragt ihn dann nach dem Islam. Er fragte ihn hier nach dem Islam. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt den Islam durch die diverse äußerliche Handlungen. Alle Handlungen, die hier genannt worden sind, sind äußerliche Handlungen. Das Aussprechen der Shahadatain, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Der Islam ist, dass du dieses Bekenntnis, dass du dich dazu bekennst, dass es keinen Ilah gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. Das ist eine äußerliche Handlung, eine verbale Handlung. Und alle anderen vier Handlungen sind auch äußerliche, körperliche Handlungen, motorische Handlungen. Und danach, die Ahlul Ilm erwähnen hier in diesem Kontext auch, dass die Shahada ausreichend ist für den Islam. Die Shahada ist ausreichend für den, das nennen sie al-Islamullah, also für den, nennen wir es den juristischen Islam, ich nenne das immer so. Damit ist gemeint, dass jemand, der in den Ahkam der Dunya als Muslim gilt. Ob er bei Allah ein Muslim ist oder nicht, das ist eine andere Sache. Das nennt man Islam al-Haqiqi. Al-Islam al-Zahir bedeutet einfach, dass er juristisch gesehen in allen Angelegenheiten wie ein Muslim behandelt wird, wenn ihm zusteht, was dem Muslim zusteht und so weiter. Und dazu reicht das Aussprechen der Shahada aus. An-Nutqu bi-Shahadatayn kafin fi husul al-Islam al-Zahir. طيب, dann stellt sich aber die Frage, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat doch hier noch die vier anderen Dinge danach erwähnt. Das Gebet, das Fasten, die Zakat und den Hajj. Kann man nicht daraus verstehen, dass das alleinige Aussprechen der Shahada nicht ausreichend ist? Zumal also für diesen offensichtlichen oder juristischen Islam? Es gibt grundsätzlich nicht die Auffassung, also es gibt, diese Auffassung ist tot. Es gibt die Auffassung nicht mehr, dass wer beispielsweise die Hajj unterlässt, ein Kafir ist. Oder das Fasten unterlässt, ein Kafir ist. Das gibt es beim Gebet, Meshi. Deswegen kann das nicht gemeint sein hier, dass diese vier Dinge eine Voraussetzung sind für den juristischen Islam. Aber sie werden hier in diesem Kontext erwähnt, weil der Islam bedeutet ja linguistisch die Fügung. Und das sind die offensichtlichsten Ibadat oder Riten im Islam, die eben die eine Art Merkmal sind für Fügung und Unterwerfung. Und deswegen, wer diese nicht tut, wer sich diesen nicht fügt, der wird sich kleineren Dingen erst recht nicht fügen. Deswegen wer nachlässig in diesen ist, in diesen großen Dingen, die Markenzeichen des Islams sind, sage ich mal so, wer diese Dinge versäumt, darin nachlässig ist, der ist ganz sicher in viel sekundäreren Dingen nachlässiger und versäumnisvoller.